In Moin Moin Leute und hallo, hier ist wieder euer Juri LP zu Assassin's Creed Syndicate und es geht, wobald sich das bei mir alles aufgebaut hat. Na na na, na 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 na, da sind wir, in Southwark. Und ja, wie ich auch im letzten Part sagte, wir werden jetzt mal ein bisschen die Gegend befreien. Indem wir aber erstmal auf den Aussichtspunkt hier klettern. Oh, da hinten ist ein Tor. Ah, halt die Fresse. Hier muss definitiv mal was geändert werden. Ja. Ich weiß definitiv, dass jetzt, sobald dieser Part oben ist, wir schon, Paulchen schon das Horrorspielvideo hochgeladen hat. Ich habe es heute durchgespielt. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Tag vor dem ersten Part von dem Horror-Game. Und, Alter, ich liebe dieses Spiel. Also, ich kann es euch allen nur empfehlen. Guckt euch das Spiel an, bei Paulchen. Also, der wird, euch damit ein sehr gutes Spiel bieten, das gerade mal 12,99 kostet. Also das hat sich definitiv gelohnt. Aussichtspunkt, das ist schon mal nice. Und jetzt werden wir dieses Gebiet hier nämlich befreien. Helix Glitch, The Mint, Gangquartier. Wir werden jetzt aber erstmal hier Templerjagd machen. Philip Beckenridge. Du bist unser erstes Opfer. Oh, wie sehr vermisse ich von Brotherhood die Fallschirme. Das fand ich mega awesome. Aber na gut, dafür haben wir jetzt hier diese Hakenklinge. Also diesen Schusshaken, ne? Zack. 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 Fällt nicht auf, was wir hier machen. Da hinten ist ja alles in der Nähe. Gott sei Dank. Okay. Hier sind ein paar Gegnerze. Ich hab genug von dir, Junge. Wenn wir die Quote nicht schaffen, kürze ich euch allen den Lohn. Wenn ihr die Quote nicht schafft. So, da haben wir Philip Beckenridge. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliches Geld und EP. Die Zielperson mit einer Kutsche überfahren. Okay. Das klingt doch gar nicht mal so. Oh, ich sollte dann lieber doch eine andere Kutsche nehmen als diese. Weil das fällt dann doch ein bisschen auf. Und auch eine andere als diese. Haben wir denn hier irgendwo eine Kutsche stehen? Weil ich weiß jetzt. Welche ist die Zielperson? Wo ist er denn? What the fuck? Wo ist hier? Wo ist er hin verschwunden? Wo ist er? Ha. Huh. Ja, sorry. Nur ich finde den Typen hier nicht. Oh, du da, komm her. Talent, ich hab es nicht. Such keinen Scheiß bei mir. Tisch ab. Pass auf, Kumpel. Weiter, Mädchen. Wie, du hast ihn umgebracht? Was bist du denn für ein Arschloch? Ich finde den Typen nicht. Ich glaube, um zu identifizieren, ich park das einfach mal hier. Okay, so viel zum Parken. Ich komm rüber und schneide dir die Kehle durch, wenn du nicht aufhörst. So. Wenn wir die Quote nicht schaffen, kürze ich euch allen den Lohn.
Da ist er. Du hast es so gemeint. Hab dich, nichts nutzt. Du hast ein paar kräftige Hiebe verfehlt. La 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 la
Wie ein Assassine. Hallo? Hier oben bin ich. Hallo? Tempeljagd, das hier mit der Kutsche töten. War auch total unbemerkt. Ja? Also, ich finde, das war Premium. So, das heißt, das Gebiet haben wir... Ja, gut, geschwächt. Ist schon mal was Gutes. Wir sind nicht mehr komplett in deren Hand. Was ist das denn? Gepresste Blume, okay. Illustration, okay. Und dann nehmen wir jetzt das Gangquartier. Das. Wo ist? Da hinten. Hui! Ich finde das Ding mega nice. Kann ich nicht oft genug betonen. Ja! Komm raus, sonst hole ich die Hunde. Ich finde es auch toll, was sie hier für magische Schnüre haben, die einfach mal verschwinden. Guck mal, jetzt hier, zack. Weg ist er. Keine Schnur mehr zu sehen. Hui! Zack. So, mal gucken, was hier der Plan ist. Boah, Alter, was für eine Reichweite das Ding hat, er. Ich werde nie wieder den Boden berühren. Ein Ausrüstungsangriff wird empfohlen. Okay. Okay. Da hinten haben wir schon mal eine. Zack. Zack. Speer dran hin, dann verstärken zu rufen. Überfallpläne der Bleiters verbrennen. Okay, da haben wir einen Speer. So, wer hat gesehen, was passiert? Komm schon. Willst nicht verarschen? Komm. Haben wir irgendwo Gegner in der Nähe? Ja, dann kann ich den jetzt hier erledigen. So, der hat mir Medizin gegeben. Und zack. Puh. Okay. Packt ihn! Schafft ihn weg! Ihr Bleiters macht mich stolz! Ihr seid Eindringling! Wo will er denn hin? Nach oben. Da ist unser Ziel! Ihr seht mich nicht. Ich habe jetzt nicht erwartet, ich habe gedacht... Er ist noch hier! Okay. Zack, 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 zack. 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 Alter! Alter! Fuck! Die sind stark. Und ich habe mich auch dumm angestellt. Der Anfang lief gut, aber danach... Ich habe nicht erwartet, dass sie mich so schnell dann auch angreifen. Okay, das mit dem Schleichen ist halt, ja, immer Gewöhnungssache. Ist, na, manchmal ist es einfach, ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an, aber wir kriegen das jetzt hin, versprochen. Ich sehe da keine Probleme. Beziehungsweise Sie jetzt so, um die Attentaten einzusehen, das nächste Tempel zu finden. Ja, ja, komm. Wir machen das jetzt hier, easy peasy. Lemon squeezy. Sind wir wieder wahrscheinlich kurz davor? Ja, nein, ja, nein, keine Ahnung. Achso, und natürlich habe ich keine Wurfmesser dann jetzt dafür. Warum sollte ich auch Wurfmesser dafür haben jetzt? Könnte ich ja nur gebrauchen. Hältst du dich da drüben denn für sicher? Ja, halte ich. Na komm schon, Pegasus.
Na, ich will da hoch. So. Wir haben da drüben einen. Hier haben wir drei. Ich könnte darüber. Kletter hier hoch. Und dann kann ich nämlich den Speer hier erwischen. Zack. Ganz gut. Die verbrennen wir mal. Was sollen wir eh tun? Sehr schön. So, und theoretisch sollte ich die doch hier... Zugüberfall? What? Zack. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch die vier. Die alle sehr weit hier unten sind. Aber hier ist auch eine Tür im Weg. Hier sind generell die Fenster im Weg. Okay, 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 okay. Okay, da haben wir nochmal einen Scharfschützen. Und hier haben wir die. Diese Rooks sind nicht viel mehr als eine Unpässlichkeit. Sie sind so gefährlich, wie sie schön sind. Das soll heißen, nicht allzu sehr. So, schnell wieder weg. Schnell wieder nach oben und einen Überblick verschaffen. Da ist ein Scharfschütze, da haben wir unsere drei Leute. Zack. So, der ist jetzt weg. Wenn die zwei jetzt zusammenkommen. Ha, ha, ha. Ein Wurfmesser habe ich. Ein einziges Wurfmesser. Okay, das ist nicht aufgefallen, das ist nicht aufgefallen, das ist nicht aufgefallen, okay. Komm, gehen wir nochmal nach oben. Hier von oben Überblick zu verschaffen, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt könnten wir die ablenken, indem wir den hier töten. Oder es interessiert dir einfach einen Scheiß. So. Die müsste dann eigentlich gleich zu uns kommen. Und dann könnten wir die mit den Pfeifen anlocken. Ja. Komm. Sei in Reichweite. Sei in Reichweite. Ja, sehr schön. Die hat mich gehört. Oh, scheiße. Der Scharfschütze kommt. Der Scharfschütze kommt. Guck woanders hin, guck woanders hin. Genau, so ist gut. So, damit ist der auch schon mal weg. Okay. Hier ist gerade keiner in der Nähe. Das heißt, es fällt nicht auf, wenn ich die jetzt töte. Oh, da hinten läuft sie rum. Die da oben geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Die könnte zum Problem werden. Deshalb werde ich die jetzt mal mit einem Messerwurf nämlich wegholen. Zack. Okay. Bleiben noch vier Stück, wovon ich nur drei gerade sehe. Ah ne, da hinten sind nochmal zwei. Okay, okay. Zack, sehr schön. Ah, der läuft mir zu unsauber.
Die anderen sind da hinten. Der müsste mir gleich den Rücken zudrehen. Dann hole ich ihn nämlich da weg. Zack. Und da hinten sind jetzt noch zwei. Die könnte ich über ein Doppelattentat nämlich jetzt wegkriegen. Ja, ja, 5 Meter Sprung gemacht. Komm, beide markiert. Du langweilst mich. Ich werde mich gerne aufsetzen. Was trinken. Ich fasse es. So, zack, und den erlegen wir jetzt so, weil er leider kein Doppelattentat machen wollte. Aber es ist kein Problem. Zack. Geschafft. Sag ich doch, wir schaffen das jetzt. Sehr nice. Rubinkugel bekommen. Loyalitätslevel 1. Sehr schön. Damit haben wir auch dieses Gebiet erstmal ein bisschen mehr befreit. Was haben wir denn hier? Blackburn Bellows Kinobefreiung. Wird gemacht. Wo haben wir es? Ist auch gerade mal 100 Meter entfernt. Ich finde, das lief jetzt beim zweiten Versuch ganz gut. Aber ein bisschen taktischer vorgehen, ein bisschen vorsichtiger und dann läuft das auch. So soll es ja auch gemacht werden. So hat es ja einen Sinn bei Assassin's Creed. Okay. Wir haben hier Kinder an drei verschiedenen Positionen. Und sie sieht mich gerade. Dass da eine ist, habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Kein Alarm auslösen. Okay. Guckst du auch mal woanders hin? Oder guckst du stets in diese Richtung hier? Weil das wäre sehr ungünstig. Wanderst du? Oder strickt diese Position mal dann? Werde ich jetzt hier so machen? Würdet ihr euch gefälligst mal ein bisschen mehr anstrengen? Mit der Einstellung war diese. So, zack. Da ist irgendwas. Ja. Das könnten wir den ganzen Tag machen, Leute. Ja, das finde ich auch, ne? Zack. Jetzt ist er runtergefallen, okay. Das Dumme ist. Still jetzt. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen. Ja, gern geschehen. Okay, du stehst ja gerade über deine Papiere. Dann war's das für dich. Sehr schön. Zack. Okay. Da unten sind noch welche. Die sind hier noch am Arbeiten. Und da hinten ist eine am Beobachten. Aber die Scharfschützen, die können wir locker erledigen. Okay, da sind zwei direkt an der Alarmglocke. Oh je. Wie macht man das am besten? Lösen die nur Alarm aus, wenn die jetzt mich finden? Oder lösen die generell einen Alarm aus? Probieren wir es mal. Jetzt bewegt die sich weg, ey. Ich könnte kotzen. Boah, da ist noch jemand gestorben, aber... Jetzt Alarm oder kein Alarm? Das ist hier die Frage. Er löst einen Alarm aus. Was für eine dreckige Nutte. Hier läutet keiner in der Alarmglocke. Die gehen sich auch immer
Okay. Hi. Zack. Ja, der hat mich aus irgendeinem Grund gesehen. Das fand ich jetzt kacke. Zack. Den haben wir gewonnen-hitted. Und der wollte die Alarmglocke läuten, aber das wird nichts. Aber ich glaube, das haben wir versaut. Ich habe zwar kein Alarmglockengeräusch gehört, aber er hat sie anscheinend geläutet. Zack, Hinterhalt und das war's. Schade. Schade, Schokolade. Naja, passiert. War ein bisschen doof, dass er mich gesehen hat. Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Vielen Dank, Sir. Warum plaudern wir nicht eine Runde? Wieso sollten wir plaudern? Was willst du von mir? Geh mir nicht auf den Sack. Scheiß Bulle. Alter. Alter. Alter, wie viel halten die denn aus? Zack, 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 zack. Alter, what the fuck? Das ist doch kein Level 5, Alter. Das ist Level 20 Milliarden. Ja. Zack, 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 zack. Das kümmert die ja zum Glück nicht, weil die blau sind und die anderen rot. Und blau mag rot nicht und rot mag blau anscheinend nicht. Alter! Wer hätte gedacht, dass die blauen Wichser mir das versauen? Was patrouillieren die da, Alter? Ihr beschützt die dreckige Arschlöcher, Mann. Nein. Juri, merken, früh um eins, Schleichspiele spielen, das wird irgendwie bei dir nichts. Ich habe ja morgen frei, also werde ich morgen auch nochmal ein bisschen aufnehmen. Das wird Spaß machen, wenn nicht solche pissblauen Polizisten kommen, die aus irgendeinem Grund so mega... So, und bei welchem Punkt sind wir jetzt? Haben wir die zwei noch befreit oder müssen wir die wieder von vorne befreien? Natürlich müssen wir die wieder von vorne befreien. Und das ohne Wurfmesser. Okay. Dann denke ich mal, werden wir das noch in diesem Part kriegen. Und mit der Einstellung bist du tot. Seid wachsam. Vielen Dank, Sir. Jo, kein Problem. Zack. Okay, der kommt hoch. Wo läuft der lang? Merkt ihr jetzt, dass die Kinder weg sind? Wenn ihr meine Meinung hören wollt, dann zahlen wir euch faulen Hunden viel zu viel. Alter! Wie verbuggt! Nein, 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 okay, das können wir eigentlich schon vergessen. Okay, das wird definitiv nichts. Okay. Danke. Gut, wir machen es noch nicht in den jetzigen Part. Ich wollte eigentlich den weißen Typen Attentaten, aber ja, mein Charakter dachte sich einfach mal, unser Jacob, nö, ich hänge mich an die Wand, nö, den Attentate ich nicht, weil das ist mir zu niedrig für ein Luftattentat, das ist nicht cool,
da lachen mich die Kinder nur aus, wenn die so sehen, jo, ich bin Jacob und ich springe so aus 20 cm Entfernung von oben auf den Typen hier runter und werde den in einen Attentaten, nein, das ist einfach nicht cool, das meine ich nicht, das meine ich nicht, das ist einfach uncool, das, na, das will ich nicht, ja, also, ich denke, ich guck mal, wie ich das schneiden werde, ich will das jetzt schaffen,